Das nehme ich noch auf, ne? Hier dein Partykleid. Noch neu. Sind die alle in M oder was ist das? Ja, meistens M oder S, ja. HL zwischen. Musst du mal durchschauen. Ehrlich gesagt. Alles gut. Das ist ein bisschen Kuddelmuddel. 2 Euro pro hast du gesagt? Ja, also je nachdem, ne? Aber für die meisten, ja. Es ist so ungewünscht, dass man mal was in einer passenden Größe findet. Das kommt so selten vor, ne? Ja, ist doch gut. Ja. Ich schau gern durch, ja. Hier im Blaufleisch noch? Nee. Nicht so. Wohin? Drei? 5 Euro. Haben wir noch einen Bügel hier? Ne, ich habe auch noch kurze Hosen in M, wenn du eine brauchst. Okay. 2, 3, 4 Stück. Also so sportlich, also Fußballhosenmäßig. Ja, so ne? Nehme ich diese, ne? So dünn, gemütlich. Ja, ne? Ja, Jogginghosen immer gut. 3 für 7. Welche denn noch? Die anderen. Die und? Die anderen? Nee, weil das beides von Dior ist. Das ist genau mein Dings halt, ne? Komm, sag mal. Bitte? Nimm das alles, sag mal was. Ja? Die, ja? Die Apfel? 10er. Das ist alles Karten hier? Moment, ja. Okay. 12, also 14. 7 Sachen sind das 2 Euro. Machen wir. 12 Euro. Machen wir. Ist das okay für dich? Nimm das so mit erstmal, oder? Ja, ich pack das kurz ein. Nee, warte, ich gebe dir das gleich. Ich komm einmal rum. Und damit, was geht ab? Und was geht down, meine Friends? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und endlich ist es wieder soweit. Wir waren auf dem Flohmarkt. Ja, für die Leute, die mich noch nicht kennen, ich bin Jeff und gehe am Wochenende immer auf den Flohmarkt. Hab da meine Kamera dabei. Ja, und dann suchen wir nach einer Menge Schnäppchen. Hauptsächlich suchen wir Sachen aus den 90ern, 2000ern, wie zum Beispiel alte Sammelkarten, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Oder auch andere Dinge, alte Videospiele, wie die hier zum Beispiel, oder jede Menge Merch zu dem ganzen Thema. Und falls ihr euch auch für diesen ganzen Spaß interessiert, seid ihr hier genau richtig, lasst gerne ein Abo da und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den Flohmarktaufnahmen. Die 89, da bin ich schon von 100 runter. Die beiden oder nur das eine? Nur das. Nur das 10 Euro. 15 Euro. 15 für Schweinsteiger. Du hast Bodylotion. Ja. Frauenbodylotion. Machen wir eingepackt. Warte mal, ich muss jetzt richtig. Der Stitch ist irgendwie süß. Ach, Xenoblade, das habe ich jetzt erst gesehen, ja. Ja. Das ist ja für Switch, oder? Wii U, oder? Ja, gut, das könnte eher Switch sein, wahrscheinlich. Ja, das sind die 3, die ich noch dabei habe. Okay. Und die einzelnen Spiele, kann man da auch schon schauen? Also das war nicht. Das ist von Julien. Ah, okay. Schade, weil die Karten hätte ich mir auch gerne angeschaut, aber... Ja, wir haben schon heute Morgen Anruf bekommen, wir sollen sie doch nicht... doch nicht verkaufen? Okay. Also die Konsolenspiele auch nicht, theoretisch? Die Konsolenspiele auch nicht? Was musst du sagen, was du denn gesagt hast mit Konsolenspielen? Also die Karten, dann... Muss ich gleich einmal gucken, da hat er mir was gesagt, aber ich weiß nicht, was er da hatte. Das ist echt witzig, das hatte ich auch mal. Playboy? Ja. Ein Chopper. Ich kenne den alle. Ich kenne den nicht. Was soll der denn kosten? 10er. Ja, aber den Preis kennen sie. Ja, klar. Gegoogelt, verstehst du? Ah, okay, ja. Irgendwie muss man ja gucken, was das ist. Stimmt. Vielleicht sollte ich da nicht dran ziehen. Macht Sinn, oder? Mhm.
Schon wieder ein Spiel, was ich noch nie gesehen habe. Kennst du das? Nee, auch noch nie gesehen. Was soll denn das hier kosten? 60. 60? Ist das noch zu? Das ist einmal offen gewesen, stand in der Vitrine. Also es wurde einmal aufgebaut. Es war nur einmal aufgebaut. Es waren reine Vitrine-Modelle, alles Vitrine hier. Ah, okay, ja, ich sehe schon, alles Disney, ja, meine, hier. Genau, meine Frau hat Disney gesammelt. Ist das, aus, wo kommt das her? Aus dem Disneyland? Ah, okay. Disney Traditions. Ja, die findest du so auch nur auf bestimmten Seiten, ne? Hm. Ja, das Modell ist echt cool. Ja, ich hatte das schon mal, ich wollte es meiner Schwester schenken tatsächlich, ja, schon öfters. Jetzt, aber es war mir immer so ein bisschen zu teuer, weil ich finde, es ist halt nur so ein kleiner Baum eigentlich, ne? Ja, das stimmt. Es ist ein kleiner Baum, ist aber auch echt tricky, den zusammenzubauen. Echt? Ja, ja, okay. Ach, hier ist das richtige Disney-Schloss hier von Frozen. Ja. Holy moly. Was wollt ihr für das Frozen-Ding haben? 100. 100? Ja, okay. Dachte ich mir schon, das ist auch relativ groß, ne? Schön und das Beast, was haben wir hier? Disney Princess. Was kostet das hier? 24. Willst du mir das für 40 mitgeben, dann würde ich es mitnehmen. Machen wir 45. Dann würde ich es noch machen. Ist auch komplett alle Figuren, alles drin, ne? Wow. Wunderschön. Guck dich mal das an. Moin, was geht? Da ist die europäische Buffet hier rum. Okay. Aber die OHP und die das Inlay ist halt japanisch. Okay. Und der Preis? 350. 350. Und das Schild? Das Schild? Ja. Achso, für das daneben? Ja. 60. Oh, okay. Ja, ich lass dich mal erstmal aufbauen. Ich komme auf jeden Fall nochmal in Ruhe gleich. Aber das ist schon ein cooles Ding. Bis jetzt nicht wirklich viel, ne. Was kostet der hier? Funktioniert noch? Batterie muss. Eine war Batterie drin. Ja, muss eine Batterie kaufen. Jeweils 20 oder was? Ja, ja. Guck mal hier mit Dingen sogar noch. Ja, ganz alte, ne? Ja. Hier ist der Gameboy. Chef, für 15, ich nehme es mit. Nein. Nein? Was kostet das Lego so im Schnitt? 200. 200 komplett? Action-Man oder wie heißen die? Das ist Action-Man, glaube ich, ja. Ja, ne? Aber waren die nicht größer? Viel Zubehör ist da auch, ne? Und geiles Zeug drin. Nee. Die Harvest Moon Spiele sind leider nicht mehr das, was sie mal waren. Würdest du das für einen Zehner abgeben? Ja. Ja? Dann nehme ich das mit. Naruto? Na? Das
Das ist aber nicht der Preis, oder? Nee, das ist nicht der Preis. Was ist der Preis von dem Ding? 10 Euro. Das ist schon mal eine Richtung. Sonst immer gerne Gegenangebote machen. Alles gut. Ich komme bestimmt noch mal drauf zurück, wenn es noch da ist dann. Ja. Viel Erfolg. Echt krass, ne? Irgendwann, ab einem gewissen Punkt, hast du fast jedes Spiel einfach, ne? Was ist denn Ford Mustang? Juhu. Ja, ist manchmal so, ne? Was wollt ihr hier pro Spiel haben? Kommt je nach Spiel drauf an. Beispiel das hier? Auch? Ja. Für YouTube, ja. Darf ich euer YouTube-Kanal wissen? Gerne. Jeff the Ripper 22 und Hamburg City Retro Store. Okay, gut. Sag mal was. Also, bei dem bin ich mir sicherer, bei dem bin ich mir ziemlich unsicher. Ich würde sagen, da so 5 bis 10 Euro bin ich da so. Von, je nachdem auch an. Wenn sie auch mehr Spiele holen, mache ich auch Rabatt. Mhm. Ja. Und hier? Da würde ich 20 nehmen. Mhm. Spider-Man. Miles Morales. Und der hier? Er ist auch original verpackt, 15 würde ich dafür machen. Ja. Ich habe schon öfters wegen diesem Dobby überlegt, aber er sieht so hässlich aus. Das ist halt Dobby, ne? Ja, aber der fehlt. Die ist ja richtig wild. Was soll denn die Figur kosten? Die Figur? 200. 200? Ja, okay, die ist auch riesig, ne? Genau, die ist riesig, die ist noch original verpackt. Ja, ist eine sexy Figur auf jeden Fall, Alter. Ja, muss man schon sagen, ja. Cool. Was kostet das hier? 50. 50? Okay. Autogrammkarte. Ja. Wenn wir einen zusammenreißen. 50, weil die kosten 10 ja. Und die kostet 13. Okay, und das Mercedes? Mama, wie viel für die Mercedes? Sterne? Sterne. 1 Euro? Ja, 1 Euro. Das hat noch ungeöffnet bis jetzt. Ja, was kostet so ein Ding? Das hätte gern 25. Und das da? Das hätte gern 7 und beide nehmen, kann man es für 30 buchen. Ist der YouTuber oder was? Mhm. Oh, muss ich aufpassen, was ich sage. Nein. Quatsch. Figuren sind abgepackt, noch Freaklink Value. Ah, okay. Nicht pro Tüte mindestens ein 20er. Oh, verstehe, okay, ja, ist klar. Drei Zombies können wir drüber reden. Und da haben wir nur kiloweise Lego. Ah, Lego Star Wars drin. Alles klar. Danke erstmal. Viel Erfolg. Danke. Darf ich das einmal abnehmen? Was willst du denn dafür? Sind das. Nein, du? Was wollt ihr dafür haben? Witcher. Ich glaube 35 würde er gerne dafür haben. Ist okay. Soweit noch alles vorhanden. Selbst die Sticker sind nicht benutzt. Okay. Ich glaube, ich dachte einmal angespielt. Ja, meistens so. Ja. Dann war das Spiel nix und dann wieder. Ja, seitdem im Schrank gewesen. Na, jetzt kriege ich es nicht zu, oder was? Ja, doch. Habt ihr noch mehr Spiele oder? Nee, nur die zwei. Ja. Okay. Alles klar, danke. Ghost Zero Ehrenmann. Ja. Auf jeden Fall. Oha. Oha. Hm. Ah, hier ist eine Wii drin. Man kennt's. Die Wii sind überall, ja. Was kostet das Ding hier? Da grinst er erstmal. Ja, 130 wäre schon top. Ist der Zustand auch so top wie der Preis? Kannst reinschauen. Warte mal, wobei der Feuer hier. Ja, kannst gerne aufmachen. Ich finde die Verpackung halt cool. Ja, nehmen wir nur die Verpackung nicht. Da oben ist der ganze Zubehörkram drin. Ne? Hier ist nur Anleitung und sowas drin, hier in den Dingen. Kladderadatsch. Ich traue mich immer gar nicht, sowas aufzumachen. Ja, man kriegt es auch meistens nicht mehr so richtig rein. Ne? Nee. Ja, eine kleine Schramme, okay. Genau, aber
ansonsten ist der echt schier. Naja, schick. Was will er dafür? So. Geld. Wie viel? 130. Achso. Habt ihr noch mehr an Spielen irgendwas? Oder? Warte mal, krass, hat der Typ eben ein Spiel mitgenommen? Bitte? Wo sind denn die Spiele hin? Schauspieler. Ja, das ist schon schick, ne? Danke erstmal. Das wäre natürlich für Dings her gesehen, so gesehen wäre das natürlich super, ne? 50 Euro Gameboy. Geil, ne? Ihr macht den Schnapper. Also ich fand die Figuren immer schon mega cool, muss ich sagen, aber ich habe halt damit gar keine... Die hier? Warhammer? Ja. Ist das Warhammer überhaupt? So zum Selbstbemalen und so, ne? So. Ich habe es eine Zeit lang gemacht, irgendwann haben meine Augen aufgegeben. Ist so, ne? Ohne Scheiß. Das ist schon cooles die, Zeug so. Fällt mir gerade mal ein, wie die heißen. Ja. Das kannst du für 15 Euro machen. Guck mal hier, NTSC. Oh. Amerikanisch. Die Nagelleuchte, was kostet die noch? Einer 12 Stück. SingStar. Davon schon? Ich bin durch. Ist da was Gescheites drin, so sagst du? Nicht mehr wirklich. So, hier ist schon mal eine Tasche. Sehr geräubert. Das sind nagelneue, und wenn es überhaupt. Danke, Meister. Das ist, glaube ich, alles so für die PlayStation 3 und 4. Ja, das macht erstmal in sich nichts. Wie hast du das schon wieder gesehen hier? Viel Fußball auf jeden Fall. Genau, das noch. Da kommt noch was mehr, das. Okay, sind noch ein paar mehr. Ja, es kommen noch ein paar. Das sind, glaube ich, Filme und die beiden, glaube ich. Die Creme de la Creme, Danny. Call of Duty oder FIFA. Ja. Okay, dann trotzdem danke dir erstmal. Ja, bitte. Lass die am besten hier liegen, weil die kriegst du bestimmt schnell weg. Ja, nee, fand ich aber witzig. Hast du hier mal alle Parfümer gesehen?
Das wird doch wahrscheinlich keiner sagen. Ja, zum Beispiel. Martell ist eine gute Marke, echt, was das angeht. Ich mag das. Was willst du für dich haben? 10? A7, verheiratet. Kannst gucken, ist alles öffentlich. Altersstufe, Endaltersstufe. Aber der SP. Hast du das auch? Auf dem Tisch? Nee, auf dem Tisch nicht. Der läuft nicht. Kann ich nicht aufladen. Hier, was willst du denn dafür? Werde ich gern 60. Es fehlt aber die Anleitung, ne? Akku kaputt oder Ladebox, keine Ahnung. Und Inlay auch, ne? Okay. Inlay ist drin. Weil er so hin und her wackelt. Ne, das ist drin, aber das ist vielleicht dann ein bisschen locker oder so, keine Ahnung. Okay, brauchen wir noch Gameboy-Coaster hier für das Spiel? Ich weiß ja nicht, ob das überhaupt passieren wird. Ja, wobei doch, bestimmt. Und für den N64 Pulli, was willst du dafür? Für den Pulli, da hätte ich gerne 15 Kilo. Okay, 4XL ist dann doch ein bisschen zu groß, glaube ich. 4XL? Ja. Dort ist zum Beispiel ausverkauft und wir haben nur noch diese einen. Die habe ich auch extra nachgepackt, weil die waren letztens auch Moin, ne? Moin Meister, was geht? Alter, dein Stand, ne? Profi, Junge. So langsam. Nee, ich hatte auch lange Pause. Morgen. Aber trotzdem. Wenn ich überlege, ich habe von dem Jahr das erste Video, wo du drin warst. Ja. Also ich habe richtig klein angefangen, ne? Mit einem Ort. Sehr, sehr geil, Digga. Weiter so. Ja. Wo hast denn den Ordner wieder aufgeschnappt? Den hatte ich eigentlich immer mit. Ah, du hast kaum mit. Erlebt, dass ich meinen Stand hatte, irgendwie, ne? Weil ich immer so, ja, immer, jedes Mal, weil du, ja, natürlich, du fängst ja um 10 Uhr erst immer an, ey. Hast du die Kartenpreise nachgeguckt? Ja, also grob mal, ne? Ja, weil die eine hier 150, die Glurak, echt? Ja, zu dem Zeitpunkt, aber ich glaube, weil wir jetzt auch eine Anleitung. Krass, ja. Also die ist bestimmt immer noch so auf 100 Euro bestimmt. Aber die wird dir eh keiner bezahlen, das ist das Problem. Die Leute. Ja, ja, der Zustand ist absolut nicht so geil. Nee. Weiß 2 meinst du? 100. Also, ah nee, Hartgold, ja. Hartgold auch 100. Hattest du kurz Hunger gehabt hier, oder? Ja. Hatte Bock auf Diamanten. Was willst du dafür? Nee, will er nicht. Ohne Anleitung nicht, ne. 30. Kann ich auch verstehen, bei den alten Sachen habe ich auch mal gerne Anleitung dabei. Na? Hey, na? Alles gut? Ja, bei dir? Ja, auch, ne? Gerade angekommen? Ja. Ein bisschen spät heute. Das stimmt. Sonntag ein bisschen zu spät. Das ist schon das Ende hier, ne? Ja, ein bisschen Kleinkram tatsächlich. Das ist gut. Schon eine Runde? Ich hab erst die Ende schon. Voll mein Ding so damals. Aber sowas von. Was wollt ihr für die Kiste?
5 Euro? Ja. Nehme ich mit. Machen wir so. Halt mal ganz kurz. Cool. 5er. Geil. Und Gorus Zubehör noch. Plus Comic und alles. Geil, Mann. Kurs geht raus. Fürs Halten. Hi. Schau da mal rein, ja? So. Dann mach ich hier den erstmal durch. Puzzle Quest. Was du durch hast, kannst du mal nach hinten rein. Hier. Was wollt ihr denn pro Spiel, oder? Sehr gut. So, sag mal, was hast du denn so gedacht bei so pro Spiel im Schnitt? Im Schnitt? Ja. Beim Fünfer, also. Was ist das? Beim Xbox spielen. Ich muss immer gucken. Die Highlights sind eigentlich schon weg. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ja, die sind schade bei eBay gelandet. Ja, wahrscheinlich. Mein Highlight war Evolution 2 von Dreamcast, 400 Euro. Was? Noch original eingepackt. Was hast du dafür gekriegt? 400 Euro habe ich gekriegt. Heute? Nein, bei eBay. Ach so. Bezahlt habe ich damals 5 Mark. Das weiß ich auch noch. Ich lass dich gleich durch, dran, oder? Wasteland 2. Ich hätte dich sonst gleich einfach durchgelassen. Ja, mit Price-Sharding, Gamer und so, ne? Ja, ist halt immer. Sinnüberorientierung. Ja, das Ding ist halt immer, das ist halt auch sehr, wie soll man das ja sagen, also. Von den Leuten so gepusht halt, ne? Also viele Sachen. Ja klar, aber wenn irgendwer das bezahlt, ne? Ja, das ist halt immer so die Sache. Ich kann leider sagen, wenn ich bei eBay reinhau, dann kriege ich den Preis auch teilweise. Mach's natürlich. Willst du nochmal gucken? Nö, für das hier ist ein Schuss im Sofa. Ja, da drüben will 7, ich will 5. Was sagst du dich? Nimm mit, wenn du willst. Das ist echt, also das ist wirklich übel. PlayZ 1 kannst du gar nicht mehr spielen, sage ich dir ehrlich. Sammeln, okay, und die sind auch bestimmt einiges, die haben ihren Wert, aber angucken kannst du dir das nicht mehr. Nur noch fürs Regal. Ja. Ich weiß. So Pokémon-Spiele und sowas zum Beispiel, sag ich ehrlich, zock ich abends mal auf dem DS oder so draußen im Garten ein bisschen so. Das ist noch was anderes, ja, weißt du? Aber streamen kannst du das ja auch nicht richtig, ja? Was hast du denn da noch Schönes? Hi. Hallo. Darf man schon kurz schauen? Einmal nur so drüber? Ja, verkaufen dürfen wir aber ja noch. Alles gut. Ja. Ich würde mir gerne einmal die Sachen hier oben anschauen. Nee, heute ist ja auch verkauft, deswegen dürfen wir noch nicht verkaufen. Ab wann darf denn verkauft? Wirklich verkaufen. Das ist komplett verteilt und auch in die einzelnen Straßen, in die Wohngebiete geht das rein. Die machen dann Buchmarken. Weil die Sachen wären schon interessant. Tatsächlich. Oder? Dreamcast. Und N64 habe ich da noch gesehen. Weiß nicht, sag mal, hast du dir. Also, mein Mann beauftragt, dass er endlich mal die Sachen aussortiert, weil die bei uns halt seit. Stauben Jahren im Keller ein, ja, ist klar. Genau, und jetzt hat er mir theoretisch eine Liste erstellt. Aber alle Kabel und alles funktioniert auch, oder? Also, weil zum Beispiel hier vorne fehlt der Adapter. Genau, bei manchen Sachen sind, glaube ich, keine Kabel dabei. Okay. Ja, ich müsste halt einfach, sag mal, einfach grob irgendwie was. Ich bin jetzt gerade auch gar nicht in. Ansonsten würde ich mir nur die Spiele raussuchen. Die Konsolen an sich hätte ich theoretisch. Aber ich würde halt, wenn du einen guten Preis passt, die Tüte komplett weg, dann hast du sie los. Weil wir kommen aus Norderstedt, also ich. Und ist ja nicht so weit. Ja, das geht. Also. Wir haben noch ein bisschen Weg. Er muss noch ein Stück weiterfahren, deswegen. Ich bin gerade überfordert. Hast du denn da komplett reingeguckt? Also ich habe es mal grob überflogen. Also ich habe jetzt einfach mal, ich hole mir das hier mal raus, das ist zum Beispiel ja was anderes. Ne? Das ist eine Massage. Auch gut. Also ich habe jetzt mal grob überflogen, hier ist noch eine Tasche. Oh je. Kann ich die einmal hier rausnehmen, hinten? Ja. Ich will euch jetzt hier auch nicht stören, so irgendwie beim Aufbauen. Und ja. Soll. Kurz hier so an der Seite ab. Einmal schauen, was überhaupt alles drin ist. Okay.
mit Chip. Die ist ein bisschen. Ah, okay, die geht auch nicht mehr zu. Das gehört in den Controller. Einmal hier die Tasche rausnehmen. Mhm. Also es ist halt wirklich sehr bunt gemischt, muss ich echt sagen. Also die Kabel von den Konsolen fehlen tatsächlich alle. Was sind die Spiele denn drin? Controller. Sind natürlich auch schon aus, ne? Ja, aber sonst kommen doch einfach noch 12 wieder. Hier sind ja noch mehr Leute. Ja, das stimmt. Ich weiß nur nicht, ob ich mal her meine Frau kriege, nochmal hierher zu fahren. Ach, die ist momentan nicht so, hat nicht so Bock auf Flohmarkt momentan. Lockst du die mit der tollen Matte? Ja, genau, ich wollte jetzt gleich fragen, wo. Also, ich würde tatsächlich die Konsolen dir lassen. Du kannst und dir nur die Spiele mitnehmen. Ja. Wenn du mir einen guten Preis machst. Ich bin gerade nicht im Bilde? Genau. Okay. Ja, gut. Würdest du mir die so irgendwie auf die Seite legen oder wie machen wir das denn? Ja, also, wenn du mir sagst, dass du um 12 kommst. Wenn du mir sagst, was du dafür haben willst, ungefähr. Weil, wenn. Machen wir ja mal das, was mein Mann mir, wo noch ein bisschen Verhandlungsspielraum ist. Okay. Eingeholt vom Realismus. Gib dir das mal wieder. Ein paar Sachen sind, glaube ich, auch nicht da, oder? Die auf der Liste stehen, kann das sein? Die Dreamcast-Konsole zum Beispiel habe ich nicht gesehen. Also nee, ich glaube, die hat er zu Hause geladen, okay. Oder? Ja, nee, aber irgendwas... Ja, Leute, das waren meine Funde an dem Tag. Es gab eine Menge zu sehen, aber mittlerweile ist dieser Flohmarkt absolut überlaufen von richtig vielen Konkurrenten, die dasselbe suchen wie ich und Danny zum Beispiel. Trotzdem habe ich was gefunden, und zwar dieses wunderschöne Lego-Set von Disney Winnie Pooh Ideas, ja, auch komplett vollständig, habe mir das Ganze auch schon einmal angeschaut, ja, unten ist das hier mit zwei gleichen Klebern zu, die kann man aber auch wieder auf- und abmachen, das ist alles ganz, gar kein Problem, die Verpackung ist auch nicht beschädigt, es ist wie gesagt alles dabei, 45 Euro für dieses Set, ich denke, das geht absolut fit, ja, fand ich auf jeden Fall richtig nice, musste ich auf jeden Fall mitnehmen. Des Weiteren gab es ein paar Shirts für mich von Adidas, die sind jetzt aber alle mittlerweile in der Wäsche oder auch in meinem Schrank mittlerweile, ich trage die auf jeden Fall richtig nice, da immer ein Auge drauf haben, Vintage-Klamotten findet man wirklich, wirklich coole, je nachdem immer zu, muss man halt ein bisschen beurteilen, wer die verkauft, ja, ob man die dann selber tragen möchte oder nicht, ist jedem dann selbst überlassen. Ein kleiner Schnapper zwischendurch war dann dieses Pokémon-Schwert, ja. Für gerade mal einen 10er nimmt man das auf jeden Fall mit. Ja, sieht auch noch in gutem Zustand aus. Modul ist mittlerweile in meiner Switch-Hülle, da habe ich ja mehrere Spiele drin. Ja, für einen 10er lässt man das nicht liegen. Hat mir tatsächlich auch noch in meiner Switch-Sammlung gefehlt. Und als letztes zeige ich euch jetzt den krassesten Fund, meiner Meinung nach, für mich an diesem Tag.
Ja, weil das einfach ein absolutes Nostalgie-Produkt ist, ja, von früher. Ich zeige euch das mal. Und zwar geht's um diese ganze Kiste hier, meine Freunde. Ich mache die einmal auf und zeige euch mal ganz kurz, was da sich drin befindet alles. Ihr habt es ja in den Clips schon gesehen, aber übelst geil, ja, meine Freunde. Wir haben hier originale Go-Go-Sachen, ne? Wer von euch kannte früher Go-Go's oder hatte die auch früher, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich fand die so, so geil, gerade mit den Heften und so, das findet man so, so selten. Hier haben wir noch einen Go-Go-Comic, ja, das wusste ich gar nicht, dass das existiert hier tatsächlich, ne? Richtig, richtig cool. So, das, die ganze Kiste für einen Fünfer, ja. Das wird noch wilder, ich zeige euch das. Hier Go-Go Sports, ja, die kennt man alle von früher, also ich zumindest. Da gab es früher dann so kleine Booster am Kiosk, die konnte man sich kaufen. Und da waren dann solche Figürchen drin, die konnte man dann sammeln und hat damit in der Schule auch gespielt. Hier haben wir nochmal so ein Sports-Ding, einmal nochmal so ein Fußballteil. Und das Geilste überhaupt war die Go-Go Dragon Ball Edition damals, ja. Und die war hier auch mit drin. Hier, so sahen die Booster-Packs aus. Ich weiß nicht, schreibt es gerne in die Kommentare, falls irgendeiner von euch die kennt und auch gefeiert hat, würde ich richtig fühlen. Und falls jemand noch so ein Sealed-Pack hat, Alter, das würde ich ihm gerne sofort abkaufen. Einfach, um es in die Sammlung zu stellen. Richtig, richtig nostalgisch hier mit den Aufklebern, die waren auch immer da mit drin. Was haben wir hier noch? Wir haben hier noch so ein paar Sammelkarten, sage ich mal, und Sticker von den ganz alten Go-Go's. Hier konnte man dann so abhaken, welche man von denen schon hatte und welche nicht. Richtig, richtig cool. Davon habe ich hier irgendwie gefühlt einen ganzen Stack voll, ja. Dann haben wir hier eine ganze Tüte. Ich habe die natürlich schon sortiert. Das sind alles Dragon Ball Go-Go's, ja. Ich weiß nicht, wie ich das besser zeigen soll. Ich zeig mal ein, zwei Stück in die Kamera. Vielleicht kennt ihr die auch. Hier, warte mal. Hier da, zum Beispiel müsste Nappa sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ne, nicht Nappa, wie heißt der andere nochmal? Boah, schreibt's in die Kommentare. Der mit Nappa auf den Dings. Ne, Nappa ist mit Vegeta gekommen. Wie heißt der Typ nochmal? Son Gokus Bruder. Alter, Digga, ich bin mega lost. Das werden mich die Leute in den Kommentaren richtig flamen, Alter. Hier haben wir dann zum Beispiel Muten Roshi. Sehr, sehr geil, ja. Da waren richtig, richtig viele dabei. Und, ja, moin, schmeiß weg. Ich habe hier noch eine ganze Kiste. Ups, das war laut, sorry. Von den normalen Gokus. Übelst geil, ja, schreibt es gerne, wie gesagt, in die Kommentare, ob ihr die auch gefühlt habt früher als Kind, ob ihr die auch hattet, getauscht, gespielt auf dem Schulhof, wie auch immer. Ich würde sagen, das war's heute für dieses Video. Ich habe viele, viele Videos vorproduziert die letzten Wochen, wo keine Videos kamen, habe ich über 9 verschiedene Flohmarkt-Videos vorproduziert. Die werden jetzt alle wöchentlich hochgeladen, seid auf jeden Fall da am Start, lasst gerne ein Abo da. Bei 4000 Abonnenten gibt es ein dickes Gewinnspiel. Ich glaube, wir sind nur noch 50 entfernt oder so. Haut auf jeden Fall nochmal ein Abo raus. Würde mich auf jeden Fall freuen, würde mich supporten. Und dann würde ich sagen, wir beenden das Video mit den magischen Worten. Kuss. Geht raus.